Ja, so, nochmal. Jetzt möchte ich mal zeigen, wie das aussieht mit dem Startbildschirm. Da hat man verschiedene Möglichkeiten. Standardmäßig ist es einfach so ein Hintergrund oder so ein Startbildschirm. Da steht halt schon, ja, was man machen muss zum Starten, den Bildschirm berühren. Wie das funktioniert, da komme ich gleich mal drauf. So, hier sieht man zum Beispiel nochmal, hier kann ich einstellen, was für Starthintergründe man haben möchte. Ich mache einfach mal beispielshalber einen Bildschirm, den hatten wir auf dem Karneval. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, und schon ist das ein bisschen anders. Ich meine, der Hintergrund mit dem Holz, mit der Holzoptik ist natürlich gleich. Man kann das aber gestalten, wie man möchte. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Man kann noch das, zum Beispiel ein Firmen-Event da reinpacken. Einen Firmennamen, hat man eine Hochzeit, kann man den Namen von dem Brautpaar da rein, das Datum, ein bisschen Wiedererkennungseffekt. Man kann lustige Botschaften reinpacken, vielleicht einen schönen Gruß noch vom Hochzeitspaar. Also da stehen einem sehr viele Möglichkeiten offen.